Die ist gut, die geht's dann, das ist fein. Brickeln. Es wird begonnen, es ist ein aufbauender Prozess und auch wieder. Und dieser aufbauende Prozess kann immer mit, ist immer mit Zerstörungen verbunden. Es wird immer begonnen, eher so aus dem Bauch heraus. Man sieht, die Formen zu beginnen zu wachsen. Es sind oft zu viele, man nimmt wieder weg, man überarbeitet wieder, man reduziert, man gibt wieder dazu und das ist ein bisschen so eine Überlagerung auf einem Leinwandbild, die dann irgendwie so auch von der Technik her wirkt es dann eher so ein bisschen schon lange dreidimensional durch den Farbauftrag, sage ich einmal. Und weil eben durch die verschiedenen Schichten, die eben die Leinwand zulässt, dieses immer wieder das Überarbeiten, ja, kann man auch in der Technik arbeiten. Bindel ist nicht unbedingt das einzige Instrument oder Mittel, mit denen ich auf der Leinwand arbeite. Bei den Stehen, man kann direkt aus der die gemischte Farbe aus dem Topf über das Bild schütten. Das kommt oft vor. Mit verkehrten Bindel kann man kratzen, mit Kreiden reinzeichnen, ich nehme auch irgendwelche Strukturwalzen, spachteln, um wieder wegzuschaben, die dicke Farbe. Also es kommen einfach mehrere Werkzeuge zum Einsatz, die ihm dann irgendwie so unterschiedlich zulassen zum Arbeiten von Druck her. Man kann eben beim Bindel kann man mit den verschiedenen Breiten irgendwie die Oberfläche gestalten und mit der Spachtel. Kommt einfach auf den Druck drauf an, man kann die Farbe damit verstreichen, man kann sie aber mit mehr Druck wieder wegschaben und das macht einfach eine lebendige Bildoberfläche. Was natürlich auch einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben sind, ist unsere Familie, also das Kennenlernen meiner Frau Heidrun und die Geburt meiner Tochter, von der Magdalena. Das ist irgendwie was auch natürlich ja eigentlich so das ganz eine neue Dimension gekriegt hat, wo ich auch gesehen habe, das ist eigentlich so das größte Wunder auf Erden, so eine Geburt. Und da hat man das Faktor Zeit zum Beispiel hat auch irgendwie eine neue Dimension gekriegt für mich. Nicht? Also Zeit zu haben oder Zeit zu nehmen. Und einfach ein Kind ist einfach inspirierend. Nicht?